Ihr habt mich gefragt, wie der Berufseinstieg als Zahnarzt in Deutschland für mich war, nachdem ich im Ausland Zahnmedizin studiert habe. Und im Rahmen dessen, ich werde die Frage beantworten in diesem Video, möchte ich auch darauf eingehen, welche Tipps und Tricks ich habe für den Berufseinstieg als Zahnarzt in Deutschland. Also wenn du selber Zahnmedizin in Deutschland studierst, denke ich schon, dass ich dir einiges an Tipps mitgeben kann, ja, weil ich auch viele Kollegen habe, die hier in Deutschland studiert haben auf der Arbeit. Ich habe 4 Kollegen, die dasselbe einfach durchgegangen sind und bin selber befreundet mit vielen Zahnärzten, die hier in Deutschland studiert haben. Und ich weiß auch, wie eure Situation ist. Ja, da werde ich gleich drauf eingehen. Es ist tatsächlich eine unterschiedliche Situation, wenn du im Ausland studiert hast versus wenn du in Deutschland studiert hast beim Berufseinstieg. Und ich werde auch gleich darauf eingehen, welche Vorteile es hat, wenn du dein Studium in der Zahnmedizin komplett im Ausland fertig studierst. Aber grundsätzlich ist es in der Zahnmedizin eben komplett anders als in der Humanmedizin. Und Tipps und Tricks sind hier einfach viel wichtiger, meiner Meinung nach, weil du viel mehr falsch machen kannst. Du solltest an das Thema Berufseinstieg auf keinen Fall naiv rangehen. Ja? Wenn du Eltern hast, die schon Zahnärzte sind, dann solltest du auf jeden Fall hier um Unterstützung fragen. Ich weiß, es ist unangenehm und vielleicht machst du das nicht so gerne, aber wenn du nicht gerade in der Praxis deiner Eltern anfangen möchtest, dann würde ich auf jeden Fall hier um Unterstützung und Tipps auch nochmal bitten, vielleicht auch um die ein oder andere Connection. Das hilft einfach wahnsinnig viel und es ist auch nicht verkehrt, erstmal bei den Eltern einzusteigen. Ich weiß, es macht man nicht so gerne, aber es ist schon empfehlenswert, denn somit lassen sich einfach viele Fehler vermeiden. So, wenn du jetzt aber nicht von Eltern stammst, die schon Zahnärzte sind, dann ist dieses Video, denke ich, umso relevanter für dich. Also, das Erste, was du wissen solltest, ist, dass es ja in der Zahnmedizin keine Tarifverträge gibt. Das heißt, dein Gehalt wird rein auf marktwirtschaftlicher Basis getroffen. Das bedeutet, dass es einfach ein reine Verhandlungssache ist, beziehungsweise eine rein wirtschaftliche Entscheidung ist, wie viel Gehalt du bekommst. Es gibt keine Arbeiter, keine Zahnärzte, die sich hier über die Jahre die Rechte erstritten haben. Ja, anders als bei den Medizinern, die haben ja Tarifverträge, das heißt, es ist gesetzlich geregelt, wie viel ein Arzt im ersten Berufsjahr verdient. Es gibt trotzdem Unterschiede, weil Ärzte einfach unterschiedlich lange arbeiten und so weiter, unterschiedlich viele Nacht- und Wochenendschichten haben und so unterscheidet sich das Gehalt halt schon, aber grundsätzlich ist es fest geregelt. Und wenn du jetzt in die Zahnmedizin gehst, dann ist das nicht so. Das bedeutet, dass du halt auch, wenn du weniger kannst, auch schon deutlich weniger verdienen kannst und die Unterschiede bei den Gehältern einfach enorm sind. Übrigens auch beim Gender Pay Gap, das ist riesig. Also Frauen verdienen in der Zahnmedizin gerade beim Berufseinstieg einfach viel weniger als Männer. Das macht häufig 1000 Euro aus. Und das, obwohl die Gehälter halt am Anfang super niedrig sind, sodass es wirklich 30-40% Unterschied teilweise macht. Frag mich nicht, warum das so ist. Ich habe auch meine Theorien, aber es ist einfach wirklich sehr, sehr seltsam und teilweise einfach extrem ungerecht. Leider ist es aber trotzdem so, wenn ihr da als Frauen natürlich das im Hinterkopf habt, könnt ihr was dagegen tun bei der Gehaltsverhandlung. Also grundsätzlich variiert das Gehalt und ich habe selber von Gehältern mitbekommen, die bei 2000 Euro starten und von Gehältern, die bei 3800 Euro sind. Das ist so der obere Bereich, den ich so mitbekommen habe. Grundsätzlich ist für dich zu wissen, wenn du in Deutschland studiert hast, musst du 2 Jahre Vorbereitungsdienst machen, sozusagen eine Art Assistenzzeit. Du bist also Zahnarzt im Vorbereitungsdienst oder Assistenzzahnarzt, wie es viele Praxen auch nennen. Das bedeutet, dass du eben noch keine kassenärztliche Zulassung hast, kassenzahnärztliche, sondern diese eben nach 2 Jahren dann erwirbst. Das heißt, erst ab da kannst du auf eigene Kasse sozusagen abrechnen und davor bist du eben dem Zahnarzt, dem Praxisinhaber oder einem anderen angestellten Zahnarzt unterstellt. So, es ist grundsätzlich so, dass auf jeden Zahnarzt eben eine Assistenzstelle frei wird, jeden angestellten Zahnarzt in der Praxis, der eine Kassenzulassung hat. Und das Erste, was du prüfen solltest, ist, dass du tatsächlich auch einem Zahnarzt unterstellt bist und dass es tatsächlich auch diesen einen Platz gibt in der Praxis. Denn ja, sonst
hast du später ein Problem, wenn du ja, deine Vorbereitungszeit denkst, abgeleistet zu haben und dann merkst du plötzlich, hey, ich wurde da gar nie richtig registriert. Also das ist vielleicht als erster Punkt wichtig zu nennen. Am besten, du prüfst es selber mal mit der Kasse ab, mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung. Also du fängst eben sozusagen als Vorbereitungsassistent an und da sind die Gehälter halt extrem niedrig. Am Anfang ist es schon gerechtfertigt, weil du vielleicht noch nicht dokumentieren kannst, vielleicht hast du auch einfach noch nicht so viel Erfahrung in der Praxis und kannst noch nicht unabhängig behandeln. Und da gibt es einfach unglaublich große Unterschiede von Praxen, wo du einfach nach 2 Wochen schon irgendwelche Notdienste machen musst oder Wochenendvertretungen für den Praxisinhaber und andere Praxen, da darfst du 2 Jahre lang, wirst du irgendwo in die Abrechnung, in den Keller gesteckt oder an sonstige Orte oder darfst nur assistieren. Also die Unterschiede sind hier, weil es einfach keine Regularien und so weiter gibt, beziehungsweise die einfach häufig nicht so eingehalten werden, einfach extrem krasse Unterschiede. Ich habe schon echt verrückte Geschichten gehört von Leuten, die 2 Jahre lang einfach quasi überhaupt nicht behandelt haben, bis hin zu Leuten, die einfach innerhalb von ein paar Tagen wirklich eigenständig behandeln mussten und teilweise nicht mal den behandelten Zahnarzt da hatten. Offiziell ist es so, dass das alles halt überhaupt nicht erlaubt ist. Also eigentlich dürft ihr im Grunde als Vorbereitungsassistenten fast gar nichts machen und der Zahnarzt hat halt die volle Verantwortung über euch und muss die ganze Zeit dabei sein und ihr dürft nur so ein paar Sachen zuarbeiten. Aber die Realität sieht schon anders aus, wirklich stark abhängig von der Praxis und auch wie selbstbewusst ihr seid und wie viel ihr euch selbst zutraut und selber auch könnt. Wie gesagt, Gehaltsspanne zwischen 2.000 Euro brutto und 3.800 Euro brutto. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr höhere Gehälter bekommt als im ersten Jahr, also im ersten Monat sozusagen. Grundsätzlich solltest du halt beachten, dass häufig am Anfang mit einer Umsatzbeteiligung geworben wird. Das Problem dabei ist aber, dass du die in den ersten Monaten überhaupt nicht wirklich erreichen kannst. Ja? Also du kannst einfach noch nicht viel. Vielleicht ist es auch so, dass du noch gar nicht mal am Anfang eigene Patienten hast und wenn, dann musst du dir einen eigenen Patientenstamm aufbauen. Also das Ganze dauert schon mindestens ein halbes Jahr, bis du wirklich eigene Patienten einfach problemlos, unabhängig behandeln willst, das Ganze dokumentieren kannst, rechtssicher, sodass du selber irgendwie einen Umsatz hinbekommst. Und auch dann ist halt wirklich viel zu beachten. Bist du jetzt in der Praxis in der Innenstadt mit hohem Privatanteil und hohen Zuzahlungen oder bist du in der Praxis, die halt hauptsächlich auf die kassenärztlichen Abrechnungen basiert, die Umsätze, und wo du einfach überhaupt nicht so leicht Umsatz machen kannst. Weiterer Aspekt, der halt bei einer Umsatzbeteiligung sehr wichtig ist, ist, wie teuer sind die Laborkosten, also was steht am Ende bei den Laborrechnungen drauf und was an den zahnärztlichen Honoraren. Deine Umsatzbeteiligung gilt halt nur auf die zahnärztlichen Honorare und nicht auf das Labor. Ja, das ist total wichtig zu wissen, denn wenn eine Praxis sehr hohe Laborkosten hat, aber niedrige zahnärztliche Honorare ansetzt, dann verkaufst du halt unglaublich teure Laborleistungen an deine Patienten, hast davon überhaupt keine Umsatzbeteiligung. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen und ein Fallstrick für viele, die am Ende einfach wirklich wenig schaffen oder wenig Umsatz machen. Und grundsätzlich würde ich dir abraten von einer Umsatzbeteiligung als Berufsanfänger. Ganz abgesehen von ethischen Aspekten ist es einfach so, dass du am Anfang halt und dich auf ganz andere Sachen fokussieren solltest, anstatt dass du jetzt möglichst schnell möglichst viel Umsatz machst. Und wie gesagt, am Anfang wirst du hier sowieso nicht gut performen und du fährst in der Regel sowieso besser mit einem fixen Gehalt, du hast weniger Stress, du machst dir weniger Druck, du fokussierst dich eher auf Themen wie Weiterbildung an, als noch nebenher irgendwie Sachen mit nach Hause zu schleppen von der Arbeit, zum Beispiel irgendwelche Dokumentationen, weil du einfach ganz anders gepolt bist und das finde ich persönlich einfach für dich viel wichtiger. Aber wie gesagt, auch finanziell wirst du am Anfang einfach mit einem Festgehalt viel besser fahren und es wird auch für deine psychische Gesundheit viel besser sein, meiner Meinung nach, weil du am Anfang halt sowieso ziemlich überfordert sein wirst und auch dieser Workload schon echt immens ist am Anfang, gerade bei einer Vollzeitstelle. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist,
schau nicht nur auf das Gehalt. Ja, es ist sowieso nicht viel am Anfang, es steigert sich dann aber schnell. Der Regel ist es so, wenn du jetzt auf einer Festbasis, also wenn du den Weg des Festgehalts gehst, dann steigert sich das um 250 Euro alle 6 Monate in der Regel. Und irgendwann, ja, nach zum Beispiel 2 Jahren, ist es schon sinnvoll, dass du dann mal eine Umsatzbeteiligung nimmst, wenn du entsprechende Fortbildungen der Zeit schon gemacht hast und vielleicht schon ein bisschen größeren Behandlungsumfang beherrschst, dann ist das schon auch sinnvoll und da kommst du schon auf ein deutliches Gehalt. Und im dritten Jahr, wenn du wirklich fleißig bist, wenn du im Studium fleißig warst, wenn du wirklich Fortbildungen machst, kannst du schon auf die 90.000 Euro im dritten Jahr mit Umsatzbeteiligung kommen, im oberen Bereich, sag ich mal. Und im unteren Bereich gibt es halt wirklich Leute, die weiterhin auch im dritten Jahr dann nur so ungefähr 40.000 bis 50.000 Euro pro Jahr verdienen. Also das ist so meine Erfahrung. Ich empfehle es, wie gesagt, hol dir ein Festgehalt, lass das einfach steigern, fokussiere dich einfach auf Fortbildung und so viel wie möglich zu lernen und lass das Ganze dann später kommen. Und in der Zahnmedizin ist es sowieso so, dass das Ganze einfach, das Gehalt sowieso mit den Jahren steigt und du dir über das Gehalt eigentlich keine großen Gedanken machen musst. Ja, es ist am Anfang wahnsinnig wenig, ich weiß. Vor allem, wenn man sich dann vergleicht mit Leuten, die vielleicht BWL machen oder viel schlechter ausgebildet sind im Bereich, in ganz anderen Bereichen, viel weniger hartes Studium durchgehen müssen. Da ist es erstmal viel niedriger, aber du überholst die relativ schnell und kommst dann in ganz andere Sphären, vor allem im Vergleich zu den Stunden, die du arbeitest. Das nächste ist, was du darauf achten solltest, ist eben nicht nur das Gehalt, sondern eben auch die Anzahl der Stunden, auf die das Ganze geht. Also alles, was finanzielle Aspekte geht, solltest du immer in Betracht auch zu den Stunden nehmen. Gut ist eine 36-Stunden-Woche, schlecht ist eine 40-Stunden-Woche. Und wo du vielleicht auch am ersten Tag so ein bisschen nachfragen kannst, ist, wie das denn mit den Überstunden gehandhabt wird. Bei den Kollegen gibt es häufig Überstunden und so weiter. Und bei der Gehaltsverhandlung solltest du dich auf jeden Fall informieren, wie Überstunden abbezahlt werden. Also werden die irgendwie abgearbeitet, abgefeiert? Nimmst du dir dann frei? Kannst du dir dann extra dafür frei nehmen? Oder werden die zusätzlich vergütet? Das sollte auch noch relativ relevant sein. So, aber jetzt mal ganz abgesehen von den finanziellen Aspekten, du solltest natürlich darauf achten, dass du einfach ein tolles Praxisteam hast. Und ich bin persönlich nicht so der Fan von MVZs, also großen Praxen, Praxisketten oder größeren Organisationen. Lass dich da nicht so beeindrucken von der großen Mitarbeiterzahl, ein großes Team zu haben und so weiter. Es hat zwar Vorteile, kann für dich am Anfang aber auch einfach viel Stress sein, so viele neue Menschen kennenzulernen. Und häufig ist es einfach viel schwieriger, sich weiterzubilden in solchen großen Praxen. Es ist häufig einfacher, in kleinen Praxen da mehr mitzunehmen. Das ist so die Erfahrung, die ich von Kollegen und von mir selbst so mitgenommen habe. Also lass dich nicht so stark beeindrucken von großen Teams. Kannst auch in einer kleinen Praxis gehen, wenn du dich da mit den Ärzten gut verstehst und auch mit dem gesamten Team. Also nicht so beeindrucken lassen von den großen Zahlen, sage ich mal. Weiterer Aspekt, der mir noch einfällt, der vielleicht relevant ist, ist, dass es in puncto Umsatzbeteiligung in der Regel so ist, dass du erstmal einen bestimmten Threshold knacken musst. Das heißt, es können zum Beispiel 15.000 Euro sein, die du erstmal erreichen musst an Umsatz, um an deiner Umsatzbeteiligung dran zu sein, zu kommen, was häufig erfahrungsgemäß habe ich das so mitbekommen, dass das häufig im Beratungsgespräch nicht explizit erwähnt wird, sondern es wird einfach kurz und knapp von Umsatzbeteiligung gesprochen, dass du die aber erstmal erreichen musst und ein Berufsanfänger da nicht immer drüber kommt, wird dann häufig gar nicht unbedingt im Gespräch erwähnt. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Ich würde auch darauf achten, wie der behandelnde Zahnarzt und der einstellende Zahnarzt mit seinem gesamten Team umgeht, also nicht nur mit den Zahnärzten, ja, zu denen er wahrscheinlich immer nett sein wird, sondern wie er auch zum Helferin ist, denn daran kannst du so ein bisschen merken, was das charakterlich für ein Mensch ist, meiner Meinung nach. Und da würde ich schon auch darauf achten, wie zufrieden sind die Helferinnen, welche Arbeitskonditionen haben die, sind die glücklich oder sehen die unglücklich aus, gibt es eine hohe Fluktuation in der Praxis, gerade wenn eine Stelle frei wird, fragt man sich immer, warum ist eine Stelle frei geworden, liegt es an der hohen Fluktuation, und das ist auch nochmal so ein Aspekt. Wenn du jetzt aus dem Ausland kommst, da könnte ich nochmal ein separates Video machen, aber wenn du in der EU studiert hast, fällt die Assistenzzeit weg. Das heißt, du wirst auf einmal
hast eine ganz andere Situation. Du kannst direkt Vertragszahnarzt werden. Es ist so, je nachdem, welches Bundesland, tagt die Kasse, die Kassenzahnärztliche Vereinigung, unterschiedlich oft. Und man muss halt erstmal die Zulassung bekommen, die eben an so einer Tagung dann quasi vergeben wird. Manchmal ist es nur zweimal im Jahr. Das heißt, es kann schon sein, dass du ein halbes Jahr halt einfach diese Zulassung nicht hast. Offizielles Statement von der Kasse ist, sie bittet die EU-Zahnärzte darum, eben ein halbes Jahr zumindest Assistenzzeit zu machen, aber rechtlich gesehen kann sie das nicht erzwingen. Das heißt, du kannst direkt vertragszahnärztlich tätig sein, was dich eben zu einem wertvollen Asset macht, denn auf einmal bist du eben kein Assistenzzahnarzt mehr, sondern ein Zahnarzt. Auf diesen Zahnarzt wird ein weiterer Assistenzsitz frei, was also der Praxis eine tolle Situation beschert. Für dich persönlich ändert sich eigentlich nichts. Du bist genauso Berufsanfänger, hast vielleicht ein halbes Jahr mehr Berufserfahrung, je nachdem, welche Universität du warst, weil du da noch ein halbjähriges Praktikum an Studium angehängt hast. Ja, das Studium zum Beispiel in Sofia, wo ich studiert habe, geht halt einfach ein bisschen länger. An sich für dich ändert sich sonst nichts. Aber du solltest damit schon argumentieren, wenn es ums Gehalt geht und dadurch dann schon auch mehr Gehalt fordern, weil du der Praxis einfach viel mehr Mehrwert bietest. Vor allem eine Praxis, die wachsen möchte oder wächst, hat dadurch einfach einen unfassbaren Mehrwert und ich würde da schon dann mehr Gehalt anfordern. Also ich würde dann im oberen Bereich ansetzen, 3.800 bis 4.000 Euro. Wenn du jetzt sagst, hey, das sind so niedrige Einstiegsgehälter, wo geht das denn besser? Dann kann ich dir nur dazu raten, nach England zu gehen, gerade als Berufsanfänger. Da sind 70.000 Euro pro Jahr keine Seltenheit, das ist möglich. Oder auch nach Skandinavien, wofür du natürlich auch erst nochmal die Sprache lernen müsstest. Die Schweiz ist für Berufsanfänger nicht ganz gut geeignet. Die nehmen eigentlich lieber erfahrene Ärzte aus dem Ausland, die sind da sehr wählerisch, aber grundsätzlich ist auch die Schweiz eine Möglichkeit. Was ich auch noch sehr, sehr hervorheben kann, ist Österreich als Option. Dort fängst du in der Regel schon deutlich besser an. Da verdienst du schon häufig 4.000 Euro aufwärts und du hast in Österreich wie üblich 13. Monatsgehalt und noch viele andere Benefits. Also Österreich ist wirklich auch eine tolle Option und es gibt dort auch freie Stellen, habe ich gesehen. Also dort gibt es auch wirklich Bedarf noch. Abseits von Österreich in Deutschland, jetzt gibt es aber auch bestimmte Regionen, die einfach besser bezahlt werden. Das ist natürlich ganz klar Baden-Württemberg, Bayern, einfach reichere Regionen. Aber es gibt auch so ein paar Regionen, die einfach aufgrund dem Mangel schon besser bezahlt sind. Zum Beispiel Brandenburg. Ja, ich habe zum Beispiel ausländische Ärzte nach Brandenburg vermittelt, Zahnärzte, die trotz minimaler Deutschkenntnisse schon 3.800 Euro Gehalt bekommen haben in der Zahnmedizin. Also wirklich nicht schlecht. Und dann die Grenzregionen zur Schweiz und generell alle Grenzregionen zu westlichen Ländern, ja, die sind Luxemburg, Schweiz, Holland sind wirklich, wirklich gut bezahlt wegen dem Dentaltourismus. Die Leute kommen quasi aus dem Ausland nach Deutschland, sei es jetzt Trier oder Konstanz und so weiter, oder Friedrichshafen oder Weil am Rhein bei Basel, um dort sich behandeln zu lassen. Und dann sind die Gehälter dort einfach höher, weil die Preise dort höher sind wegen den wohlhabenden Ausländern, die sozusagen den deutschen Markt als Dentaltourismus zum Dentaltourismus verwenden. Also das vielleicht auch noch ein Tipp. Auch in diesen Regionen, die ich jetzt genannt habe, gibt es halt häufig Mangel, weil das eher ländliche Regionen sind, bis jetzt auf Konstanz, da ist es nicht so, aber generell Weil am Rhein und so hast du einfach generell ländliche Regionen, die dann häufig besser bezahlen. So, das war's. Ich denke, ich habe die wichtigsten Tipps vermittelt. Ich mache gerne auch weitere Videos und ich hätte noch weitere Tipps dazu, aber das sprengt den Rahmen. Wenn ich ein weiteres Video zu diesem Thema drehe, verlinke ich es und mach den Link hier in die Infobox. Und ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Dein